Die Besonderheit am Nürburgring ist, dass wir zum einen einen Stadtcross haben. Das heißt, das Rennen findet auf ganz normalen Straßen statt, die sonst von normalen PKWs benutzt werden. Und es ist zudem die kleinste der DTM-Rennstrecken. Wir haben hier eine Streckenlänge von 2,3 Kilometern. Das ist eine relativ kleine DTM-Strecke. Nichtsdestotrotz haben wir hier um die 56 Kameras verbaut. Dabei sind einige Kameras in den Autos direkt verbaut. Das sind 12 Stück. Pro Rennstall werden da 2 Autos mit Kameras versehen. Dann haben wir 7 Drahtlos-Kameras, eine Drahtlos-Highspeed-Kamera, 10 Remote-Kameras, 2 6-fach-Super-Slow-Mo-Kameras und halt noch ganz normale Kameras. Hauptauftraggeber von uns ist jetzt erstmal die ITR, die quasi ein internationales Bild generiert, das dann über IMG, eine große Sportvermarktungsfirma, vertrieben wird. Und auf dem deutschen Markt wird die DTM-Serie von Sat1 vermarktet. In dem G10 befinden sich ja alle Regien für die DTM. Das heißt, wir haben die internationale Regie, wo das Weltbild produziert wird. Wir haben die Sat1-Regie, die entsprechend das Weltbild übernimmt und eigene Signale zusetzt. Sie haben 2 eigene Drahtlos-Kameras, eine Kommentatorenkamera und logischerweise EVS-Server, um dort noch Beiträge zuzuspielen. Dann haben wir noch eine Regie für das FanTV, die halt die ganze Videobespielung der Leinwände hier im ganzen Venue vornimmt. Wir haben jetzt hier mit dem G10 die 3 Regien und Technik und Personal kann sich auf die beiden Ü-Wagen verteilen. Wir haben ja alleine zum Beispiel 13 Slow-Operator, die auch irgendwo sitzen müssen und Platz brauchen. Und diese jetzt im Ü-Wagen und hier in dem G10 ist dann die Regie ausgelagert. Man kann sich dort frei entfalten und wird auch nicht gestört von irgendwelchen Technikkommandos oder ähnlichem, weil die halt hier nicht stattfinden, sondern alles im Übergang bleibt. Also es werden zum einen Videosignale ausgetauscht, was die Multiviewer betrifft, die von dem Übergang hier abgesetzt werden. Das passiert über Kupferleitungen, ganz normal BNC. Dann haben wir mehrere Netzwerkverbindungen zwischen Übergang und der Galerie, um zum einen die Mischerpanel anzubinden. Wir haben ja 2 abgesetzte Mischerpanel verbaut, die eigentlichen Mainframes im Hauptübergang steuern. Und wir haben noch Glasfaserverbindungen für den Audiobereich, um die Artist, die Real Artist hier im Auto mit dem System im Übergang zu verbinden.